Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu, da komme ich nicht durch, zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, wir gehen jetzt erstmal Gertrude besuchen, bevor wir uns dann mit dem Pater in der Schenke treffen und uns volllaufen lassen wie die Strandhaubitzen. Ja, weil der Pater, die setzt wohl den Leuten Flausen in den Kopf und der Pater will, dass wir uns ein bisschen um sie kümmern, ne? Was haben wir denn hier? Ein Bogenschießstand. Wei. Freund von der Mosel. Guten Tag. Hi. Möchte sich jemand mit mir im Bogenschießen messen? Ah, hier sind Innerpfeile am Fliegen. Zuerst erkläre ich dir die Regeln. Okay. Du schießt 7, 13 oder 21 Pfeile. Je nachdem, gegen wen du antrittst. Das Stroh bringt einen Punkt, der weiße Ring 2 und der Kreis in der Mitte 3. Wer zuerst fertig ist, bekommt 3 Punkte obendrauf. Die Runde endet, wenn alle Pfeile verbraucht sind. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist üblich, Wetten abzuschließen, um es spannender zu machen. Okay. Verstehst du? Je besser deine Gegner, desto höher der Einsatz. Gut, ich habe alles verstanden. Eine Sache noch. Hau ja nicht ab, solange der Wettbewerb im Gange ist. Und ziele oder schieß immer nur auf die Strohballen. Sonst bist du raus, klar? Jawohl. Sag mir erst, wie gut du bist. Dann suche ich einen passenden Gegner. Ach komm. Ich bin Anfänger. Macht nichts. So bekommst du etwas Übung. Anfänger schießen 7 Pfeile pro Runde. Los geht's. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen nehmen. Ich trommle dann mal alle zusammen. Okay, ob ich das jetzt so wollte? Macht euch bereit. Soweit. Oh ja. Ab ins... Okay. Pass etwas besser auf. Ich habe eine neue Stufe erreicht, aber keinen Fertigkeitenpunkt, gell? Das war doch so. Kampfbogen. Ja, Stufe 3. Ja, war jetzt... Ja. Muss man jetzt nicht gemacht haben. Komm, Schatz, wir gehen Gertrude suchen. Ja. Gut, aber schön, dass wir es mal gemacht haben und schön, dass das auch dazu zählt, ne? Was haben wir hier? Ein Hühnerstall. Okay. Oder ein Schafstall oder irgendwie sowas in der Art. Brübsalitzer Wald. Okay. Einfach quer durchs Gemüse. Ja, ja. Uhu, da hinten wohnt sie.
Seid ihr Rehe? Okay. Minderwertiger Pfeil. Ich habe von denen habe ich am meisten so. Ach komm schon. Ja, okay, wir lassen das. Was bringen Kräuterkundler? Alchemietisch! Übung? Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Frag, was du willst, Junge. Was war der hinten der Heinz für einer? Wer das Schwert ergreift, soll durchs Schwert sterben. Wundert mich nicht, dass er so geendet ist. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? An dem war alles verdächtig. Hab einen großen Bogen um ihn gemacht. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Woher soll ich das wissen? Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Weiß nicht. Ich gehe nie ins Wirtshaus. Das ist alles. Danke. Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ja. Vielleicht ein anderes Mal. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Du weißt, dass man Hexen lebendigen Leibes verbrennt? Ich will keinen Ärger. Ich sag dir alles. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Okay. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschitze wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Die vertickt Drogen. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Gibst du mir das Rezept? Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Naja, alles gut. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Eben. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden.
Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Mädel, du bist trotzdem nicht besser. Oder das Klimpern ihrer Münzen? Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man es als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Ich hab's dir gerade erzählt. Im Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Wofür wollten sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten sprechen. Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Weiß nicht, ob sie... All das Geschwätz, die Salbe kann... Ich möchte etwas anderes wissen. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erklär dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Oh. Ja, ja. Aber erst gehe ich mal hier rein und guck, ob die was... Die hat eine Kiste. An dem Punkt hakt es immer. Aber solange die Gertrude noch da draußen sitzt, probiere ich es nochmal. Warum denn nicht? Das hat doch jetzt so gut funktioniert die letzten paar Mal. Na also. Rezept verflucht sein. Bring dem Gerber Wildschweine. Ja. So, und dem kann ich jetzt nachher. Wo hat's Wildschwein? Wildschweinleder. Und Leder ist schwer. So, Pferdeleder. Schade. So, lass mal gucken. Hier ist Gertrude, da ist Tallenberg. Da hinten war ich noch nicht unerforscht dort. Und da ist ein Questgeber in Tallenberg. Aber wenn ich nach Tallenberg zurückgehe, die werden mich ja auch alles heißen, die Leute. Und das sind die drei Weibsen. Okay. Komm her, Schnuffel. Komm her. Dann gehen wir mal die drei Weibsen da besuchen, oder? Aber zumindest wissen wir jetzt, wie man Flugsalbe herstellt. Dann muss ich mich jetzt noch an Alchemie verdingen, wa? Da ist eine Feuerstelle. Warum ist hier eine Feuerstelle? Ich will es gar nicht wissen.
Es gibt Dinge, die sollten unausgesprochen bleiben. Ja, Wut, Wut, Wut. Hallo Kühe. Gucken wir mal, wo ist denn die mit C? Am Ende da hinten. Okay. Halt. Zurück an der Kirche vorbei. Okay. Na, Pferdle. So. Hallo Hund. Bin ich eins zu früh rein? Ich bin eins zu früh rein. Hallo. 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 Da gehe ich so die Straße lang und auf einmal sehe ich diesen gelben. Gott sei mit dir. Hi. Du siehst also diesen Geldbeutel da liegen, zufällig. Man weiß ja nie, für was man das alles brauchen kann, ne? Was? Ich. Ich bin Heinrich, der Landvogt. Ich habe etwas über Flugsalbe gehört. Wirklich? Ich wüsste gerne von wem. Und was geht's dich überhaupt an? Godwin macht sich Sorgen. Der Pfaffe? Schön zu erfahren, was für Drahtstanten die eigenen Nachbarn sind. Glaub mir, das geht weder dich noch dem Pfaffen was an. Das reicht. Was ich gehört habe, genügt schon für den Scheiterhaufen. Scheiterhaufen? Bloß wegen Salbe? Wir wollen doch keinem was. Die ist nur für uns, zum Einreiben. Nachts im Wald. Das ist kein großer Zauber. Steck deine Nase lieber nicht in Sachen, die dich nichts angehen. Okay. Hab ich... Also ich könnte mit der noch... Suchst du was Bestimmtes? Ja, es geht dich aber nichts an. Okay, dann muss ich mal zu den anderen zwei. Hey, wer ist da? Alter Goschen. Was ist hier los? Ich bin des Vogtes Handler. Hab ich dir doch gesagt, ich bin des Vogtes Handlanger. So, die nächste ist da unten auf dem Feld. Gut. Ist das gleich hier? Bevor ich wieder falsch gehe? Ja? Ja, ist. Hund, Klappe zu. Sonst Affe tot. Und Hund auch. Bist du das? Es kam von da drüben. Naja, komm mal her, du.
You can run, but you cannot hide. Ich habe etwas über eine Flugsalbe gehört, die ihr vom Kräuterweib haben sollt. Und das hast du wo gehört? Und was scherzt dich überhaupt? Godwin macht sich Sorgen. Zur Hölle mit dem Pfaffen. Von der Kanzel aus salbadert er von Mäßigung und Bescheidenheit. Doch in Wahrheit stopft er sich den Wanst voll. Wegen solchen hat der Herr uns die Kumanen gesandt, die meinen Gatten, meine Kinder geschlachtet haben. Wo war der Pfaffe da, hä? Allein, was ich bislang gehört habe, reicht schon für den Scheiterhaufen. Was juckt mich der Scheiterhaufen? Alle, die mir lieb waren, sind tot. Ich habe nichts zu verlieren. Und dir auch nichts zu sagen. Was ich nachts treibe, ist meine Sache. Boah, die ist... Pass etwas besser ab... Was zur Hölle machst du? Ich habe etwas über eine Flugsalbe gehört, die ihr vom Kräuterweib haben sollt. Und das hast du wo gehört? Und was scherzt dich überhaupt? Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will die? Haben wir ihr nicht genug gezahlt? Darum geht es nicht. Sie sorgt sich um euch. Die Salbe birgt Gefahr und sie will sicher gehen, dass ihr keine Dummheiten anstellt. Deine Sorge ehrt dich. Aber wir sind erwachsen, alt genug, um unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Was wir in der Nacht in den Wäldern treiben, geht niemanden was an. Okay. Dann muss ich noch zu der. Aber ich verstehe die Quest nicht sonderlich. Egal, ich rede jetzt mit der da unten noch. Was ist das? Hallo, ich bin der Bob. Gott sei mit dir. Ja, dann beschwer dich nicht. Du weißt eh nichts, du kannst mir nichts sagen. Muss ich kurz mal ins Inventar gucken. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt alles geklaut ist. Ich habe keine roten Hände, gar nichts mehr dran, deswegen... fast sagen, ich mach mal so eine Stunde oder so Päusken. Miet mir ein Zimmer, kann da den ganzen Schissel in meine Kiste packen. Du, komm mal her. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, ich lobe ihn, wenn ich ihn sehe. Hast du ein Bett für die Nacht? Ja, hier ist noch Platz. Für wie lange? Eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab. Sind schlimme Zeiten. Hier, dein Geld. Pass etwas besser auf. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Kann ich dem was verkaufen? Kauf dem einfach den ganzen Scheiß hier. Will ich was kaufen? Nee, eigentlich nicht.
Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Sagen wir mal 8, mein Freund, oder? Was sagst du dazu? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Sagen wir 7, 8. Ja, das sollte passen. Guter Mann. Sehr schwer, das lassen wir mal leicht. Das ist mein Bett. Ernsthaft? Das ist mein Bett. So, was habe ich denn im Inventar? Könnte man eigentlich braune Beinlinge, wenn wir mal gucken. Knüppel, ich brauche keine Knüppel. Reiß zurück, warte mal. So. Jetzt lass mal gucken. Rüstung, braune Beinlinge. Ich hab da gar nichts drin gerade. Okay. Beinplattenpanzer. Es hat mich jetzt überrascht, dass ich da jetzt nichts drin hab. Ich muss mich mal dringend waschen und reparieren. Eieiei. Lalala. Abort. So, dann gehen wir mal zur letzten Ische runter. Na? So, hoppa. Ich muss mit einem Weibe reden. Ja, komm einfach raus. Ich habe da etwas von einer Flugsalbe läuten hören. Was? Wer hat dir das erzählt? Stellt etwa einer Fragen. Godwin könnte sich dafür interessieren. Der Pfarrer? Wer tischt ihm denn Märchen auf? Weiß er von uns? Es sachte versuchen. Ah, komm. Hexerei und Zauberwerk haben noch nie Gutes bewirkt. Aber beten schon? Jahre bin ich auf den Knien rumgerutscht und wo war Gott, wie das Kumanpack aufgetaucht ist und alles Galitzer abgeschlachtet hat? Ich trug ein Kind im Leib, hast du das gewusst? Aber das Grauen hat's mir tot herausgepresst. Wenn uns Zauber nicht helfen, hilft gar nichts.
Wir tun nichts Böses. Wir gehen nachts allein in den Wald, schaden keinem. Mehr sage ich dazu nicht. Du drehst mir bloß das Wort im Mund um. Was ist das? Wir müssen uns unterhalten. Ah. Hey, pass auf. Okay, dann muss ich mit den Damen wahrscheinlich nachts in den Wald. Gut, wisst ihr was? Dann gehen wir jetzt zu Godwin. Ich muss nicht aufpassen, ich bin der Landvogt. Aha. Gut, liebe Leute, aber mit Godwin treffen wir uns dann das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Kingdom Come Deliverance. In diesem Sinne, ich bin der Doktor und sage Tschüss. Bis dann.